Ja, und damit irgendwie zu einer weiteren Folge von Gothic 2. Ich bin mir jetzt selbst nicht so sicher. Was das Ziel ist. Der Schläfer. Ich muss also zum Schläfer. Ihr wisst ja, ne, das Spiel mache ich jetzt auch nur noch irgendwie so. Ja, ne? Ich will eigentlich nur die Szenen vom letzten haben. Deswegen ist es ja auch alles ein bisschen chaotisch. Keine Ahnung, ich will zum Schläfer. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig bin. Vermute jetzt einfach mal nicht. Zum Schläfer. Muss ich mich porten? Da muss ich mal gerade gucken, was das ist für eine. Also, das ist Go Toon. Dann der Schläfer. Verrückter Korkalom, ist das da? Gur. 1212. Mad Korkalom. Go-To nicht richtig. Das sind ja Inserts. Ich will ja nicht inserten. Ich will ja. Ach, oder muss ich zu den Wegpunkten? Wäre natürlich sinnvoll. Insert. Wegpunkte da. TPL 04. Was ist das denn? Ah, da. Bin ich hier? Bin ich hier beim Schläfertempel oder was ist das? Nee, hä? Warte mal, ich speichere mal. So. Ich werde nur zum Schläfer. Hallo? Was sind das für Dinger? Hohe Tempelwächter, okay. Die ganzen Magier. Ich will, dass ich irgendwo einen Punkt sehe, wo ich hin muss. Manchmal kann man ja, wenn man so durch Wände guckt oder so, dann hilft das manchmal, aber hier noch nicht so. So. Ach, hier sind wir wieder hier. Ja, wenn ich jetzt einfach sage, ich will den Sleeper inserten. Das ist ja eher. Warte mal. Hä? Was ist denn jetzt los? Check ich nicht. Hä?
So. Ich würde gerne den Schläfer töten. Ist er tot? Das wäre alles zu laut hier. So, was ist denn jetzt genau mit dir? Du bist es, der Schläfer. Ja, was mache ich denn mit dem? Okay, das ist alles ein bisschen komisch. Ja, ich will ja nicht zum. Ja, das Problem, ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt, wie man irgendwie zum Schläfer sich teleportieren kann. Da kommt natürlich nur eine Lösung, wie man zum Schläfertempel kommt. Ja. Kann ich nicht mit ihm reden. Kann ich irgendwie solche. Was? Quarzspalter, keine Ahnung, was das ist. So, warte. Mit wem muss ich da alles töten? Iberion, Korngar, Korkalom. Ich war da gerade in so einer Liste. Mache ich das mal gerade. Ist übrigens die letzte Folge von Gothic 1. Also, weil wir sind ja hier beim Schläfer und alles und das ganze Let's Play hat sich irgendwie so ab der Hälfte so eh zum Müll entwickelt. Von daher, ja. Passt das? Ihr habt kein Internet mehr. Was ist das denn heute? Ich habe schon die ganze Zeit kein Festnetz-Internet, also DSL-Internet. Und jetzt habe ich gerade auch kein mobiles Internet. Mann. So. Insert Personen. Da. Insert Gur. 1201 Korkalom. Hallo? Lol. Gut, das, ne? Mit dem Schläfer kann ich so auch nichts machen. Okay. Inserts. Okay, wen gibt es dann noch? Ja, die Erzbarone, die Feuermagier, die Gardisten. Da ist auch keiner. Jawohl, auch Taurus, oder? Ich überlege gerade, dass ich einfach irgendwie jeden, der hier irgendwo wichtig ist, einfach mal hinmachen könnte. Taurus!
Okay. Ich habe denen jetzt einfach 1000 Erz geschenkt. Naja, ist egal. Charlie, Charlie, Dusty, Wilhelm. Snipe, Sinicor, Ball, 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 Besessene, Novize, Balor. Lester. Orks. Söldner. Hier, Xardas könnte ich auch mal gerade, ne? Ist doch bestimmt auch wichtig, dass der da ist. 404, Xardas. Hallo, Xardas. Ja. Okay. Ja. Okay. Ah ja, okay.
Es ist alles komisch hier, aber passt schon. So, ich inserte jetzt mal hier so alle möglichen, wo ich glaube, die könnte man vielleicht gebrauchen. Kronos? Mit dir kann ich nichts anfangen, okay. KDW. Das sind zwei Medarion. Da kann ich auch nichts anfangen, okay. KDW 601 Büxier. Hallo. Okay, kann ich mit dir anscheinend auch nichts anfangen. KDW 603 Nefarios. Du hast das ganze Spiel, glaube ich, gerade zum Absturz gebracht. Hallo? Oh, wieso ist das denn jetzt plötzlich auf Vollbild? Ich muss es nicht verstehen. KDW 600, wenn dann Saturas, oder? Saturas. Ja. Ja. Hier ist doch irgendwo Xardas. Hier sind gerade alle Leute dieser Welt vereint, von daher passt das. So magisches Wissen, okay. Insert. Guru, Gottes, Escort aus dem Intro, Templer, Xardas hier, Xardas im Schläfertempel. Du, hallo? Hallo? Wohin mit dir? Hallo! Ich folge ihm jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wohin er geht. Aber, mein ganzes Spiel ist erhellt! Das seht ihr gar nicht. Ich habe dieses Spiel so verbuggt. Dieses Spiel ist so verbuggt einfach gerade. Ich zerstöre alles hier gerade damit. Egal, Finale für euch muss alles gemacht werden. Ich hoffe einfach, der geht jetzt zum richtigen Ort. Dann, weiß ich endlich, was ich machen muss. Hey. Eieiei. Zadas! Na hopp! Ich will wissen, wo du hingehst. Ei, das ist doch dieses. Guckt euch ja diese Aufnahme, da flackert alles bei OBS gerade. Das ist ja. Das ist bestimmt richtig so. Bestimmt. Ich inserte hier noch währenddessen so ein paar Personen. Vielleicht hilft das ja. SLD 737. Torloff. Den kann ich nicht ansprechen. Das ist also dementsprechend nicht so schlimm. Alle, die ich irgendwie
als wichtig ansehe. Die mir irgendwie vom Namen her bekannt vorkommen. Jetzt habe ich das Schwert getötet. Erdbeben ist auch schon. Okay, da, ich glaube nicht von den Söldnern, dass da irgendjemand hin muss. Hier der Wüstler. Der, hier, du. Okay, anscheinend nicht. Insert. Dexter, klar. Hier, Dexter. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe, ich will raus. Ich will weg hier. Das ist doch ein Scheiß, dieses Spiel. Jetzt ist diese Animation die ganze Zeit. Hallo? Ich kann nur das Spiel beenden gerade. Ich kann das Spiel nicht mehr beenden gerade. Ah, okay, irgendwas habe ich gemacht, das geholfen hat. Ich weiß nicht, wo der Xardas ist. Ach! Muss ich mir einen neuen Xardas machen? Ich bin nur 6. Ich kann Escape nicht drücken. Ich hab das ganze Spiel zerstört. Ich hab kein Hauptmenü mehr. Ja, was siehst du? Wohin mit dir? Hallo? Ich weiß nicht, wo du die Gegner siehst. Ach, da hinten. Hi. Achso, ich kann ja niemanden umbringen hier gerade. Stimmt. Oh Gott, was habe ich getan? Ich habe das Wild wieder auf Vollbild gemacht. Hilfe. Ah, 2 Xardas. Ja, gut. Ah! Weil es ist wieder zu dunkel, ne? Also Leute, das ist auf jeden Fall die chaotischste Folge überhaupt, weil ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Draußen schneit es. Es schneit in Rhein-Main eigentlich nicht. Und hier jetzt schneit sogar gerade relativ viel. Das geht nicht. Faktisch. Hilfe. Wie springe ich? Was macht ihr da? Achso, ihr kommt langsam hoch. Okay. Ich kann ja mal irgendwann mit den Inserten. EBR 108. Vilaya. Wer ist das denn? Ach, das ist eine Frau. Das hat meistens keine Bedeutung. So. Mal gucken, wo diese beiden Sardi auch noch hingehen.
Es flockt halt so richtig runter. So richtig Schnee. Oh, wer ist das denn? Hallo? Ja gut, das ist ja gar kein Problem. Dann kann ich einfach den zweiten Xalos machen. Dritten meine ich. So, du kannst weiter, denke ich mal, ne? Ja. Ja, App, lauf. Was tust du da? Xalas. Mann. Wow. Hallo. Unfassbar hier, mal wieder. Was denn? Man muss sich halt hier irgendwie war was zur Hölle. Was macht ihr hier auch immer, frage ich mich halt so. Hä? Ups. Hi. Ich muss mal wieder so ein KDF. Nee, F 406. Sah das machen? So. Ach, komm schon. Wie ist der Plural von Xardas eigentlich so Xardi? Ein Xardas wäre Xardi. Stimmt, ne? Klingt gut. Oh Gott, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Xardas sei es weiter. Weil wer bist du eigentlich immer? Ich sehe ja hier keinen Namen, nix, ne? Ich kann das Hauptmenü nicht öffnen, ich kann nicht speichern. Alter, wo sind wir denn hier? Okay. Hä? Hä? Hilfe! Was passiert hier? Hallo? Ha, hallo? Xa. Okay. So. Oh Gott, wo will er rein? Hier vermutlich, ne? Kann er aber nicht. Gut, das ist ja gar kein Problem. Dann wird einfach, ein Insert KDF 406 Xalas gemacht. Perfekt. Also, das komischste Game, was ich jemals erlebt habe, dieses Gothic 1. Vor allem dieses Finale ist so komisch. Okay, was haben wir hier? Eine große Brücke. Wen haben wir hier? Hallo. Wer bist du? Du bist ein netter Dude, oder?
Ist klar, dass er mir vorbeigelaufen. In diesem Hochqualitäts-Let's Play bin ich natürlich auch manchmal am Handy. Das kannst du eigentlich nicht hochladen, was ich hier mache. Das kannst du eigentlich nicht hochladen, ne? Kann man eigentlich auch Daumen runter drauf geben. Oder mich deabonnieren oder irgendwie sowas. Ach na, jetzt kommt er auch nicht da durch. Jetzt muss ich noch ein Xardas machen. So. Insert KDF 406. Das weiß ich mittlerweile. Hätte ich eigentlich aber nicht da hinten machen müssen, ne? Da hätte ich auch hier gereicht. Oh, was ist das denn? Hallo? Das sind die Xardas. Ah, 5 Xardas, 6. Ja, ich, ja, gut. Ich weiß ja nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind. Sind wir am Finale hier? Von Gothic 1? Ist das das Ende? Ist das das Ende vielleicht? Oh. Ha! Stirb! Oh. Also, ich kann nicht mehr laufen, meine Kamera nur nach oben und unten bewegen. Hallo, ich, Okay, da waren die Xardas, was ist hier? Also ich kenne, das ist einfach nur irgendein Typ. Also ich kenne auf jeden Fall diese Szene aus dem Film. Das ist Cor Kalom. Hallo? Cor? Muss ich mit diesen Dingern irgendwas machen, ne? Ho! Oh ja, passt schon, passt schon, passt schon. So, dann muss ich muss gleich überall jetzt so. Wir sind, also man merkt die Epischness von diesem Finale. Ich muss irgendwie in welche Dinger was reinstecken. Kalom wird hier angegriffen währenddessen, das ist schon mal alles bestens. So. Und dann noch das letzte, es sind glaube ich 5 Stück gewesen. So. Das große Finale.
Ja, damit sage ich, das Let's Play von Gothic 1 ist zu Ende. Es war ein sehr komisches Let's Play, in so ab der zweiten Hälfte habe ich es dann irgendwann auch sehr. Also Gothic 1 ist ein tolles Spiel mit einer tollen Story, aber naja, ich sag mal, einer grauenhaften Programmierung und dann auch noch, es war das komischste Let's Play, was auf meinem Kanal, glaube ich, erschienen ist bisher, weil es halt ziemlich verbuggt ist. Ich würde sagen, ich mache einen Cut nach dem Ende der Dinger da oben links des Abspanns. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.